Hallo, in diesem Video will ich zeigen, wie man sich seine eigenen Sprachbefehle für die Windows-Sprachsteuerung machen kann. Man sieht hier ja schon, das ist die Windows-Sprachsteuerung an sich. Und hier steht auch schon das magische Wort. Das ist nämlich die Windows Speech Recognition Makros. So heißt das tolle Programm. Und das sieht dann, wenn man das installiert, oder ja, wenn man das dann macht, ist es hier unten. Man sieht jetzt nur hier an der Seite. Fügt es sich in die Taskleiste ein und man kann dann zum Beispiel sagen, New Speech Makro. Und dann kann man hier sagen, dass man zum Beispiel einen bestimmten Text eingefügt haben will oder ein Programm. Also man kann hier sich so durcharbeiten. Das Ding ist zwar auf Englisch, aber wenn man einen deutschen Computer hat, dann kann man da einfach normalen deutschen Text eingeben und der versteht das auch. Und das war's auch schon.